Das hier ist der Adenauerplatz. Wenn Sie jetzt nicht genau wissen, wo das ist, hier eine kleine Hilfe. Der Park zwischen der Stadtbibliothek und dem Minto wird gerne als Durchgang Richtung Einkaufszentrum genutzt. Doch seit wann trägt der Platz eigentlich seinen aktuellen Namen und sah es hier schon immer so aus? Wir reisen in der Zeit in das Jahr 1911. Dort stand damals noch das Denkmal für Kaiser Wilhelm. Und entsprechend war das hier damals der Kaiserplatz. Das Bild von 1920 zeigt das Karl-Brandt-Haus, einem ehemaligen Museum. Im Januar 1927 zog die Stadtbibliothek dort ein. Diese Luftbildaufnahme entstand 1930. Im Hintergrund ist die St. Albertus-Kirche zu sehen. Kurz nach dieser Aufnahme, im Jahre 1942, wurde das Standbild von Kaiser Wilhelm während des Zweiten Weltkrieges eingeschmolzen. Ein Jahr später wurde der Platz durch Luftangriffe beinahe ganz zerstört. Auch die umliegenden Gebäude hat es schwer getroffen. Dieses Bild zeigt eine Kiste Löschsand auf dem Kaiserplatz im Jahre 1943. Diese waren an vielen öffentlichen Plätzen aufgestellt, um Feuer zu löschen, was von Bombenangriffen ausging. Das war der Kaiserplatz im Februar 1963. Von der Kriegszerstörung ist nichts mehr zu sehen. 4 Jahre später, am 28. Juni 1967, wurde der Standort umbenannt. Nach dem ersten Bundeskanzler Deutschlands. Heutzutage sieht der Adenauerplatz so aus. Es ist ruhig, sauber und grün. Die gepflegte Parkanlage verfügt über mehrere gute angelegte Zugangswege. Diese werden von Fußgängern sowie Radfahrern gerne genutzt. Die großen Wiesen locken viele Hundebesitzer an. Für diejenigen, die sich gerne mal ausruhen, ist auch gesorgt. Es gibt viele verschiedene Sitzmöglichkeiten in Form von Bänken. Der gesamte Platz wird ringsum von großen Bäumen umgeben. Neben kleinen Schmierereien an umliegenden Stromkästen ist es hier am Adenauerplatz insgesamt aber recht sauber. Dies liegt an den vielen Mülleimern, die im Park aufgestellt sind. Außerdem kann man seinen Abfall in diesen Müllcontainern entsorgen. Auch Glasflaschen finden hier Platz. Ebenfalls vorhanden sind ausreichende Lampen. Auf dem Adenauerplatz befinden sich aktuell 4 Kunstwerke. Die Doppelform, die Stehende, die Eva und ein namenloses Kunstwerk. Allesamt sind Kunst am Bau. Die Doppelform aus Eisen wurde im Jahre 1958 von Karel Visser fertiggestellt. Dieses Werk von Ernst Hermanns ist aus dem Jahre 1967. Die Stehende aus belgischem Granit wurde 1964 vom Künstler Eugène Dodin errichtet. Die Eva von Gerhard Marx ist 1947 entstanden. Kommen wir von Kunst zu historischen Gebäuden. In der alten Gewerbebank am Adenauerplatz befindet sich heutzutage das Café Kontor. Hier kann man es sich bei Kaffee und Kuchen gemütlich machen. Bei schönem Wetter genießt man sein Stück Kuchen oder seine Tasse Kaffee unter freiem Himmel direkt auf dem Adenauerplatz. In puncto Sauberkeit vergeben wir hier gute 3 Sterne. Die Grünflächen sind gepflegt und auch rund um die Bänke ist es sauber. Dass man an der Müllstation auch seine Glasflaschen wegschmeißen kann, bringt einen Riesenvorteil mit sich. Es liegen keine Scherben oder zerbrochene Flaschen auf dem Boden rum. Für das Erscheinungsbild vergeben wir ebenfalls 3 Sterne. Es ist ruhig und gepflegt. Die großen Grünflächen und die Bäume tun ihr Übriges, um sich hier im Park richtig wohlzufühlen. In puncto Aktivitäten vergeben wir leider nur 1 Stern. Auf dem Adenauerplatz ist ganzjährig gesehen an Festen und Veranstaltungen nicht so viel los. Am Welttag der Armen findet hier immer die Veranstaltung 1 Million Sterne statt. Für den Service erhält der Adenauerplatz von uns ebenfalls 3 Sterne. In dem direkt angrenzenden Café kann man sich die kleinen Speisen und Getränke sogar für ein Picknick mit einem Korb mitgeben lassen. Natürlich für ein kleines Trinkgeld. In Sachen Aufenthalt vergeben wir gute 3 Sterne. Für Spaziergänger und Fahrradfahrer, die sich gerne mal in die Natur setzen, bietet der Platz viele Möglichkeiten. Die Gladbacher selbst bekommen von uns aber nur 2 Sterne. Eine solche Ruheoase sollte man wirklich nicht ungenutzt lassen.